Jo, hallo, herzlich willkommen. Weiter geht's. Wir waren ja vorhin noch in meiner Stadt. Jetzt sind wir in Quadrahausen. Warum? Zombies halten Ausschau nach leckerem Gehirn. Wir lassen mal weiterlaufen, nicht ganz so schnell. Mal sehen, wie es hier ausgeht. Also die laufen recht geschmeidig durch die Gegend, suchen Gehirne. Oh ja, die ballern auf die die Polizei ballert darauf. Brains. Oh ja. Also jetzt wird hier Blatt und Bohne, die Kaffee-Dingsbums überfallen und leer gemacht. Brains. Aber noch nicht so riesig, ne? Gibt's hier noch mehr Zombies irgendwo? Oh, sehr schön. Da kommt gleich eine Herde Menschen oder so ein Rudel Menschen auf die Zombies zu, weil ja hier die Bushaltestelle ist. Oh, Brains. Ja, und schon sind ein paar mehr Zombies. Die vermehren sich auch so, wa? Mit Brains. Alle bei den Kaffeeläden. Die wollen alle Starbucks-Kaffee haben hier. Ja. Die wollen alle eine Latte, ne? Zwinker, zwinker. Ich mag Kohle. Wie war das bei Idiocracy? Kennst du den Film? Genau. Wie, du stehst auch auf Latten und auf Kohle. Freunde sein. Ey, da ist ein Starbucks. Ey, wir haben keine Zeit jetzt, um einen runterholen zu lassen. Das ist so ein Film. Kann ich auch allen Zuschauern nur empfehlen. Idiocracy. Ja, spitze hier mit der Zombie Invasion. Ich hoffe, die ist nicht zu lange da und dass deine Häuser nicht zu lange dann leer stehen. Wir Ja, werden also erstmal wieder zurückgehen. mein Krankenhaus funktioniert jetzt wieder. Juhu! Das ist doch spitze, wa? So, wie sieht's hier aus? Eine benachbarte Stadt mit Versorgungsabteilung hat Raccoon City eine Genehmigung, Fortschritt Wasserabwasser Müllabfuhr eingeholt. Wuhu! Das heißt, ich kann mir jetzt gedacht den. habe, Ich kann jetzt den Scheiß loswerden, oder was? ja, nee, ich habe halt mir gedacht, dass das für mich jetzt auch am meisten Sinn macht, da ich eine Industriestadt habe. Ja, Brauche Verkehr ich hast du ja halt auch durch mich. unglaublich viel. Brauche ich unglaublich viel Abwasser. Ja, weil sobald die Dichte sich von den Fabriken erhöht, ist Schluss mit lustig, ja, also Ja. was Abwasser angeht. Also, Wie teuer ist nee, noch da das ist viel Abwasserding? los bei mir gerade mit der Polizei, also. Boah, 64.000, das habe ich leider noch nicht. Da muss ich die Scheiße noch hier ein bisschen entsorgen. Läuft das bei dir eigentlich auch dann, oder lief das eben auch, diese fiese Zombie-Musik? Nee, leider nicht. Bei mir läuft so richtig dramatische Slayer-Horror-Film-Musik, also das ist richtig dramatic hier. Ja, schade, dass das nicht bei mir jetzt hier läuft. Aber naja, Raccoon City wäre eigentlich eher dafür geeignet, ne? Ja, aber irgendwie sind die rübergeschwappt. Das sind so, ne? Wahrscheinlich ist bei mir hier das Haus über dem Geheimgang nach Raccoon City. Ja, das ist möglich. Oder hieß das im ersten Teil überhaupt Raccoon City? Ja. Okay. So, ich möchte hier hinten ja die Oberschicht anpflanzen. Oh, schön. Der eine Zombie wurde gerade überfahren. Und jetzt bin ich aus dem Spiel geworfen worden. Sehr schön. Der eine Zombie wurde gerade überfahren von einem Lastwagen. Ja, kommt vor, ne? Jetzt habe ich immer noch die Sounds. Ich glaube, ich muss mal mein Spiel neu starten. So, was nehme ich denn mal? Städtische Skulptur-Dingsbums. Na, machen wir das mal. Kann ich noch einen dahinter setzen? Nein. Achso, ich muss hier hin drauf erweitern. Das geht. Der würde quer gehen. Geht er nicht längs irgendwie? So, dann gucken wir mal. Das war etwas verwirrend. Die Spielsounds sind weitergelaufen, obwohl ich im Menü war. Aha. Auf der Straße, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. So, hoffen wir mal, dass jetzt hier die Leute ein bisschen Dichte zukriegen und Fröhlichkeit. Das ist jetzt hier mein Testgebiet. Oh ja, hier sehe ich. Raccoon City Testgebiet, da. Was meint er damit? Was für ein Testgebiet? Hast du etwa deine Klinik wieder abgerissen? Nein. Umgewandelt in ein fieses Labor. Ja, ganz genau.
So. Jetzt muss ich ein bisschen Geld abwarten. In einer Folge wurde gesagt, voll langweilig, er macht die Maus nur hoch und runter. Ja, es ist eine Simulation und kein Klick-Fertig-Spiel, ne? Naja, gut, Klick-Fertig-Spiel, ja. Also es ist zumindest kein unglaublich actiongeladenes Spiel. Also es gibt bestimmt auch sowas wie Speedbuilding oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es inzwischen schon auch ziemlich in ist. Ja. Da gibt es bestimmt auch schon Videos von und so weiter. Aber wir wollen ja auch irgendwie den Leuten, die halt sich jetzt gerade auch noch, die daran hadern, sage ich mal, das Spiel zu kaufen, weil sie einfach zur Zeit halt aufgrund des ganzen, der ganzen Serverprobleme eben und der Amazon-Bewertungen sich überlegen, ob sie es überhaupt nehmen sollen, das Spiel. Für die wollen wir halt eben einfach ein bisschen mehr Möglichkeit, das Spiel kennenzulernen, geben. Ja, und auch mal zeigen, wie es aussieht, wenn Noobs halt das Spiel spielen, ne? Genau. Ja. So, ich habe gerade was festgestellt. Also, ich bin jetzt wieder drin, meine Zombies hören einfach nicht auf, rumzustressen hier. Jetzt wird hier auch schon wegen der Zombie-Attacke vor meinem Rathaus protestiert. Machen Sie doch was gegen die Zombies! Was denn? Echt schwierig, ne? Vielleicht noch einen weiteren dahinter? Oh ja, cool. Wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier groß kriegen, hä? Oh ja, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Wo du sagtest eben gerade, dass du das so durchbaust, da ist mir gerade aufgefallen, dass ich vielleicht in meinen Gebieten jetzt hier gerade, wo ich die Unterschicht ansiedle, da was verbessern konnte, hab meine Grillpavillons und so weiter abgerissen und die nochmal neu gesetzt. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen besser. Ich hoffe, dass vielleicht damit auch dann größere Häuser draus entstehen können. Ja. Jetzt mal gerade gucken, wie ist das mit den Bussen. Da haben wir 17 Minuten. Vielleicht setze ich nochmal ein paar Busse ein. Der sagt ja, hier auch bestimmt. Ganz gut, aber wenn das dann wieder auf 20 steigt, dann solltest du auf jeden Fall einen neuen Bus kaufen. Ja, also der sagte mir gerade, wir müssen Passagiere abweisen. Das heißt, ich setze nochmal drei weitere... Ich kaufe einfach nochmal... Nee. Ja, nee, zu wenig Simoleons. Einen konnte ich erstmal nur kaufen. Na gut. Spitze. Naja. Ja, die wollen alle hier ein Dings haben, ne? Eine Polizeistation. Kann ich verstehen, weil im Moment sieht es so aus, dass wir 11 Verbrechen pro Tag haben. 12. Also meine City ist total uneducated und voll mit Verbrechern. Und der Müll schwappt auch gerade über. Kann ich da von dir irgendwas abgeben? Hast du Müll? Ja, ich wollte gerade ein neues Müllfahrzeug bauen sowieso. Warte mal, vielleicht kann ich das... Also du kriegst das ja eh irgendwie, ne? Ich habe auch schon rübergeschickt, glaube ich. Ja, steht hier auch. Ein bereitgestelltes Fahrzeug, das ist gut. Und ich versuche mal gerade zu gucken, kann ich vielleicht auch meinen Rotz bei dir loswerden, wenn du schon einen Dingsbums baust? Und dann könnte ich nämlich versuchen, meins stillstehen zu lassen, damit es hier nicht weiter alles verschmutzt. Ich kaufe jetzt einfach von dir mal. Ach, guck mal, 9 Stück. 9 habe ich jetzt Überschuss. Das heißt, es verschmutzt hier nicht ganz so schlimm. Was ja ganz gut wäre. Auch wenn ich dreckige Industrie habe. Weißt du, ob man irgendwie das Wasser sozusagen wieder sauber kriegt? Das ja, hier. Also es gibt bei der großen Wasserpumpe kannst du auch, anstatt der normalen Pumpe, kannst du eine Filterpumpe anstellen. Und macht das auch das gesamte Gebiet dann wieder sauber oder geht das nicht mehr? Das nicht, aber es saugt zumindest das Wasser sauber hoch. Aha. Obwohl das im dreckigen Gebiet ist zum Beispiel. Ja, die kostet aber, glaube ich, nur das Doppelte irgendwie so, ne? Also die kostet 60.000, ja, statt 40, glaube ich. Mhm. Oh ja, ich habe aber so langsam... Ah, okay. Zombies crumble from daylight. Eating the brains of 3 survivors. Okay. Also ich habe nur 3 Opfer gehabt. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, das ist irgendwie wenig, obwohl trotzdem jetzt, als ich das mal hatte, stand auch, dass es halt nur 4 Leute oder so gestorben sind. Aber es sind irgendwie erstaunlicherweise viele Häuser, irgendwie mehr als 4 unbewohnt gewesen. Das fand ich ein bisschen komisch.
Ja, bei mir haben jetzt ja auch einige von den, das war ja direkt in meinem Gewerbegebiet, also zwischen Gewerbegebiet und meiner mittleren Einkommensschicht. Und die sind aber zum Glück alle nur in diese Bäckerei und sonst irgendwas reingegangen und die haben halt jetzt geschlossen und suchen halt jetzt wieder neue Arbeiter. Ja. So, ja, ich würde sagen, ich baue jetzt auch demnächst mal eine Grundschule. Es wird Zeit. Hohe Nachfrage in Industriegebiet. Überfall in Gange, ich mach gar nicht hingucken. 12 am Tag. Ja, ich muss erstmal hier 30.000 zusammenspannen, beziehungsweise. Ich glaube, ich kann noch den letzten Kredit jetzt einfach aufnehmen. Zack. Hau ich mir hier so ein Dings muss. Das große Dingsgebäude haben wir noch nicht, ne? Re Sicherheitsabteilung haben wir ja noch nicht. Leider. Nein. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich mir gedacht habe, dass die sind so teuer, dass es sich jetzt halt noch nicht rechnet für uns Ja, das weiter. stimmt. Es sei denn, du baust halt wieder über so ein riesiges Gebiet, aber ich versuche halt jetzt mehr über Dichte zu gehen, wirklich, und sozusagen jetzt die Gebiete noch nicht mehr auszuzeichnen, sondern einfach die erstmal dichter zu machen, die ich habe. Das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt erstmal ein paar, zwei Fahrzeuge hier reinsetzen. So, da kommt dann auch schon meine Grundschule. Ja, die könnte ich auch bald mal machen. So. Oh, Feuer. Feuer, Feuer. Es riecht hier verbrannt. Habe ich eine Feuerwehr? Habe ich eine Feuerwehr? Oh. Nein, ich habe keine. Ich habe auch noch nichts für die Müllverbrennung. Oh Mann. Ich habe so das Defizit. Ich spüre ein Defizit. So, aber die Dichte geht auch bei mir gerade hoch, sehe ich. In der Unterschicht zumindest. Mal sehen, wie das hier drüben ist. Ja, die klagen über ein Müllproblem. Oh ja, da haben wir die noblen Häuser. Palm Springs haben wir hier sozusagen. Arm Springs. Feuerwehr. Ja, den muss ich einfach daneben hauen jetzt hier. So, das müsste an Platz reichen. Zack, Feuerwehr, Feuerwehr. Feuerwehr, ich habe nur nicht getroffen. Ja. So, Mittelschicht ist hier auch schon im Bau. Und im Moment sieht es so aus, als hätte ich Bedarf nach der Industrie. Ich habe so viel Bedarf an Industrie. Wieso ist das hier leer? Zu hohe Steuern. Okay. Okay. Ich bin noch im Plus. Ich bin 1% überall runtergegangen. Okay, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen abwarten. Den Bahnhof kann ich mir jetzt nicht leisten. Der kostet, oder doch, der kostet 300 irgendwas, ne? 375. Mal schauen, ob jetzt inzwischen vielleicht irgendwoher Leute kommen. Also, Nachfrage, Wohngebiet, Mittelschicht. Das versuchen wir auch über die Density zu regeln dann, wa? Genau. Indem ich einfach nicht mehr auszeichne, sondern einfach die Leute reinziehen lassen. Ohne Unterricht. Jo, ist richtig. So, was meckern Sie jetzt? Grund, zu viele Verbrechen. Das ist in Arbeit. Ja, die rufen da an. Streifenwagen, 6 Stück habe ich. Oha. So, oh ja, hier, die freuen sich alle im Keks. Hier wird auch gebaut, Spitzenklasse. So, wir haben jetzt 8000 Einwohner in Raccoon City. Nicht besetzte Jobs? Null. Und nur 13 Arbeitslose. Das ist doch spitze, oder? Gucken wir doch gerade mal an. Ja, Ein das schaut. Arbeitsloser, yes! 76 Pendler habe ich. Keine Arbeitslosen. Ich habe zwei Pendler. Ich glaube, die Leute kommen von dir zum Einkaufen und von mir kommen sie bei dir zum Arbeiten. Ich habe sogar zu wenig Jobs habe ich. Ja. Von dir kommen zwei Leute zu mir, sowas. 91 Pendler habe ich inzwischen. 26 Arbeitslose jetzt. Okay. Was sagen die Die wollen Züge? lieber bei mir arbeiten. Hier ist es einfach schöner. Ach, sei doch ruhig. Ja, das liegt doch nur an meinen Halbkreisen hier. Die haben einfach gewonnen. Ja, die sind halt echt super, ne? Das stimmt. Die Weil sind die sehr schön. kann ich hier nicht machen, irgendwie. Ich muss hier zwischen Ästhetik und. Oh. Zu hohe Steuern hier alles, wa? Zu hohe Steuern, ja. Okay, gehe ich nochmal einen runter.
Das geht auch. 9% jetzt.